Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Super Mario Land 3, Wario Land 1. Ich glaube, das war richtig. Jo, wir haben heute den 7.7.2015, einen Dienstag. Und, jo. Der Alex war so nett, hatte mir in einem der letzten Parts geschrieben, wo denn jetzt Sherbet Land oder wie das heißt, wo denn da jetzt das versteckte Level ist. Und ich hätte eigentlich auch drauf kommen können. Ich war irgendwie doof. Und zwar ist da das versteckte Level drin. Weil ich habe mir nämlich gedacht, ja gut, hier oben ist ja, ich habe ja hier oben ein verstecktes Level irgendwie gekrischt. Und, ja, dann ist das hier runtergegangen. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann ist das da die Verbindung nach oben da mit dem versteckten Level. Aber ich war da irgendwie doof, keine Ahnung. Und ich rede viel zu laut. So. ja, wir fangen einfach mal an mit Sherbet Land, Kurs Nummer 16. Und hier sollten wir dann zum Kurs... Achso, da war ein Schlüssel drin. Kurs 18 war das, glaube ich. Schön ist, wir haben ja auch niemanden, der uns irgendwie in der Birne rumschwirrt oder so. Wir haben alle Zeit der Welt. Fuck. Alle Zeit der Welt. Er hat mir jetzt nicht so direkt gesagt, wo das ist, sondern nur, dass das hier das Level ist, wo es das gibt. Wow. Hier vielleicht? Ne, hier war doch nur... Ja, da wollen wir aber nicht hin. Und vielleicht kriegen wir dann das Spiel heute schon durch. Auto. Wobei ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob ich das heute wirklich beende. Weil ich bin immer noch überlegen, ob ich dann vielleicht doch die 99.999 Münzen farmen soll. Aber ich glaube, das mache ich auch. Das mache ich dann aber offscreen. Uah! Bleib doch mal stehen. Ich möchte das gerne hier mitnehmen. Ich weiß nicht, wo das ist. Oder ist das jetzt hier dasselbe, wo es so nach oben ganz... Ich bin verwirrt. Ach nö, jetzt geht hier noch die große Sucherei am Ende los. Vielleicht ist es auch am Anfang, dass man da irgendwo hoch muss oder so. Ich habe so einen ekelhaften Geschmack im Mund. Ich war nämlich gerade beim Zahnarzt und ich habe eine neue Füllung bekommen, weil mir die letzte Woche Dienstag rausgefallen ist. Da oben. Weiß ich nicht. Well. Schon mal nix. Ja, und da haben die jetzt halt so ein ekelhaftes Zeug reingemacht, was voll nicht lecker schmeckt.
Ja, natürlich. Wow. Tja. I don't know. Weiß nicht, wo das extra Level ist. Jo. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Warum kriege ich hier so ein Feuerding? Weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich laufe jetzt nochmal zurück. Aha. Boah, das ist schon wieder so arschig gewesen, ne? Aber ich bin zum Glück selbst drauf gekommen. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen... Obwohl, es war nur durch Zufall. Weil ich da gesehen habe, was ist das denn da oben? Was macht dieser Stein da? Oh, das war schon sehr arschig. Also... Münzchen dazu noch. Im Dreieck. Kurs Nummer 18, da ist er doch. So. Hier schön. Schön fröhliche Musik. Bitte lass da jetzt einfach hier den Schlüssel drin sein. Noch. Ich habe mich schon ein bisschen gefreut. Okay, was ist hier? Nee, nee, nee. Okay. Nein. Aha. Die war aber vorher noch nicht hier, oder?
Bitte lass hier irgendwo den Schlüssel sein. Und nicht nur irgend so ein Überspringen-Dingsi. Wow! Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Jetzt kommt er bestimmt hier raus. Haben wir bestimmt einen P-Switch oder sowas. Guck so böse. Jetzt kommt da wieder irgend so ein Traktorteil da drauf. Alter, was ist... Wow! Was ist das für ein Level, ey? Natürlich! Das war so unfair! Wie viel Leben haben wir überhaupt? Ach, 14, das geht ja. Schieß mal hier direkt mal alle weg. Dann laufen die mir nämlich nicht mehr im Weg rum. Vor allem später nicht. Dann machen wir das aber genauso wie eben gerade. Bestimmt so ein Labyrinth-Gedöns einfach. Ich mache übrigens bald wieder einen Livestream. Und zwar übernächstes Wochenende. Da ist irgendwo der 17. drin, in dem Wochenende, glaube ich. Jo. Nur mal so als kleine Info schon. So, jetzt muss ich gleich vorsichtig sein. Das ist doch so fucking unfair, Mann. Diese Viecher. Was sollen die überhaupt darstellen? Mann, dass der nicht von Leitern springen kann, ne? Dann halt noch mal. Ich freue mich auch gleich schon auf mein Essen. Ist auch jetzt ganz gut, dass ich jetzt aufnehmen kann. Also darf. Jetzt bin ich doch wieder ein bisschen leise. weil ich freue mich nämlich auf mein Essen. Darf aber 30 Minuten lang nichts essen, obwohl die 30 Minuten jetzt schon längst rum sind. ja. Oh, hier wollte ich gar nicht hin. Ja, genau. Weil dann habe ich... Muss ich nicht so lange warten, weil ich dann halt die Zeit so schnell überbrücken kann mit dem Aufnehmen. bis ich dann wieder was essen kann. Ich hoffe, das war logisch. Na, ich aktiviere die mal direkt am besten. Das finde ich irgendwie cool, dass man da so runter... Ich habe doch gar nicht nach oben gedrückt. Runtergleiten kann.